Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute berichte ich über die Marktpreise in Deutschland, ImmoScout, Homeday. Was ist da los? Die Preise gehen teilweise noch rauf, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube, das sind absolute Märchenpreise, die dort in den Portalen stehen. Und deswegen sage ich, die meisten Investoren rechnen sich reich, wenn es nach ImmoScout geht. Haben meine Immobilien einen Wert von über 13 Millionen. Wenn es nach meiner Bank geht, nicht mal einen Wert von 8 Millionen. Das sind also 40% weniger. Und jetzt gebe ich euch dann im Video auch mal ein Beispiel an einem aktuellen Angebot, wo die Preise stehen, wo die Bank die Preise sieht, wo ich die Preise sehe und wie ich selber meine Preise kalkuliere. Wenn dich das Ganze interessiert, schau unbedingt in das heutige Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, ich sehe das immer wieder, verschiedene Leute sagen, boah, mein Haus ist das Doppelte, mein Haus ist das Dreifache wert. Das ist natürlich auch immer super schön, weil das einfach ein gutes Gefühl gibt, dass man ein gutes Investment gemacht hat. Man hat irgendwas gekauft und dann gibt es irgendwelche Angebotspreise, so nenne ich sie mal, auf ImmoScout, auf Homeday, eBay Kleinanzeigen und wie die ganzen Portale heißen. Was man aber natürlich machen kann bei ImmoScout, da gibt es einen Preisatlas, bei Homeday gibt es einen Preisatlas. Ich habe für meine Immobilien auch verschiedene Spalten, wo ich dann einfach sage, schauen wir mal, wie die Werte dort bei denjenigen aussehen. Und ich habe das heute mal ganz frisch aktualisiert und ihr werdet euch wundern, in vielen Gegenden, zumindest bei mir in Osnabrück, sind zumindest laut ImmoScout und Homeday die Preise sogar noch aufgegangen. Und insgesamt komme ich bei Homeday auf 13,321 Millionen Wert von meinen Immobilien. Portugal haben wir da einfach mal mit dem Idealista-Wert reingerechnet. Und bei ImmoScout das gleiche, 13,2 Millionen. Das heißt, sie liegen ziemlich nah beieinander. Das sind nur ungefähr 121.000, die dazwischen liegen. Aber das ist eine enorme Summe, vor allen Dingen, wenn ich überlege, was ich noch offen habe. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was die Bank bewertet. Und ich weiß natürlich, dass auf den Portalen Angebotspreise sind. Das gilt sowohl für Idealista, für Homeday oder dann auch, wo Homeday die Daten sich herholt. Das kann dann ImmoWelt, ImmoScout sein, eBay Kleinanzeigen, diese ganzen verschiedenen Seiten. Und natürlich weiß man nie, für was ist der Preis wirklich weggegangen. Ich sage jetzt, die Preise in ImmoScout sind 40% überbewertet. 40% hört sich natürlich eine ganze Menge an, aber dann kommt man ungefähr dahin, wenn man verhandelt, wo man ungefähr landen sollte, wenn man die heutigen Zinsen berücksichtigt. Wenn man da jetzt natürlich sagt, 40% ist natürlich ein harter Wert, manchmal ist es in der einen Region vielleicht nur 30, in der anderen 20, in der anderen vielleicht sogar 50%, ist das natürlich schwierig zu sagen. Ich habe mit meiner Bank gesprochen und die sagen, dass sie für den Landkreis Osnabrück in der Regel einen Kaufpreisfaktor von 16 ansetzen und für die Stadt Osnabrück in der Regel einen Kaufpreisfaktor von 18. Jetzt muss man natürlich sagen, mit Kaufpreisfaktor 16 kommt man wahrscheinlich gerade noch aus, dass man irgendwo plus minus 0 rauskommt, wenn man irgendwie mit 4% finanziert, 1,5% tilgt und dann noch irgendwie 1% für Instandhaltung übrig lässt, dass man irgendwo bei 6,5% und dann kann man das vielleicht gerade noch wuppen. Wenn man auch auf die Faktor 18 geht, dann ist man irgendwo bei 5,5%, 5,4 glaube ich, und dann wird das Ganze schon eng, das plus minus 0 zu finanzieren. Ja, jetzt kann ich euch natürlich mal sagen, ich habe diese Woche am Montag noch ein 8-Familienhaus in Osnabrück besichtigt. Das hat 680 Quadratmeter Wohnfläche und das Haus ist aus 1983, also das ist ein besonders guter Jahrgang. Wenn ihr euch fragt, warum, dann denkt mal drüber nach, wie alt ich bin und wann ich geboren sein könnte. Und das ganze Haus wird angeboten zu einem Preis von 1,1 Millionen. Die aktuelle Rendite ist absolut im Keller, weil zwei Wohnungen leer stehen. Das heißt also, da sind irgendwie nur 33.000 Mieter aktuell dabei. Wenn man die beiden Wohnungen aber zu einer marktüblichen Miete von 8 Euro annimmt, dann kommt man irgendwie auf 52.000 Miete. Wenn man sich das Ganze dann nochmal anschaut, kann man natürlich sagen, okay, 1,1 Millionen, da sind wir noch irgendwo beim Faktor 22. Das ist natürlich noch weit von dem weg, A, was die Bank einwertet und B, was man dann überhaupt finanziert bekommt, ohne viel Eigenkapital mitzubringen oder um dann hinterher auch wirklich einen positiven Cashflow daraus zu generieren.
Jetzt habe ich mit meinen Banken gesprochen und habe gefragt, liebe Bank, wo seht ihr denn aktuell dort den Marktwert und was wäre ein guter Preis für euch, dass ihr mir eine 100% Finanzierung für dieses Objekt geben würdet? Die eine Bank hat gesagt, 100% Finanzierung machen wir gar nicht mehr, sondern sie müssen 20% Eigenkapital mitbringen. Die andere Bank hat gesagt, okay, 750.000, sagt die Marktfolge, eventuell mal noch 800, könnte man drüber nachdenken, aber 750 wäre besser. Und da ich ja aktuell nicht auf der Suche bin und mit der Brechzange unbedingt neue Immobilie kaufen will, bin ich jetzt also dahin gegangen und habe eine Kalkulation gemacht und die zeige ich euch jetzt auch. Das heißt also, wenn man den Kaufpreis auf 1% Zinsen berechnet, das heißt also, wenn man vor anderthalb Jahren das ganze Haus für 1% Zinsen gekauft hat und ich sag mal damals mit 2,5% Tilgung und das Ganze vergleicht mit einem Kaufpreis von heute und ich habe nur 4% Zinsen angenommen, vielleicht sind es sogar noch ein Ticken mehr, und dann das Ganze mit 1,5% Tilgung fährt, was ungefähr einen gleichen Auslauf bedeutet, wann man mit der Abzahlung durch ist, wenn man es bis zum Ende durchrechnet, ist das Haus zum damaligen Zeitpunkt gut 1,33 Millionen wert gewesen und hätte den gleichen Cashflow generiert, also irgendwie einen kleinen negativen Cashflow von 259 Euro, glaube ich. Im Gegensatz zu dem, wenn man heute sagt, ich zahle 750.000 Euro für das Haus. Dementsprechend habe ich 750.000 Euro angeboten, habe das auch der Maklerin dementsprechend erklärt, habe beide Kalkulationen mitgeschickt, habe gesagt, wenn der Verkäufer will, ein Verkäuferdarlehen macht für 1% Zinsen, dann kann er von mir aus auch einen höheren Kaufpreis haben, da müsste man nochmal drüber sprechen, wie man das mit dem Eigenkapital macht und wie der sich das Ganze vorstellen könnte. Gehe ich aber sowieso nicht von aus, dass er das möchte. Ich denke, der Verkäufer möchte das Ding loswerden und ich vermute, er hat es für 1,1 Millionen reingestellt und wäre bereit, auf 1 Million runterzugehen. Das heißt, ich denke, ich komme hier nicht zum Zug, aber man weiß ja nie, manchmal muss dann doch irgendwie jemand schnell verkaufen und irgendwie ist es so, dass sich dann doch kein anderer Interessent meldet. Bei der Besichtigung waren wir auf jeden Fall alleine. Und dementsprechend kann ich da natürlich nur sagen, okay, einfach mal abwarten, Angebot abgeben, das gut erklären, dann ist es auch nicht zu frech. Und ganz klar, wenn der Verkäufer dann aktuell nicht verkauft, kommt er vielleicht in ein paar Monaten doch daher, weil sich überlegt hat, das geht nicht, ich will das Ding loswerden. Dann ist aber natürlich auch die Frage, okay, was ist dann der Zinssatz zu dem Zeitpunkt, weil mein Angebot geht natürlich unter der Annahme des aktuellen Zinses. Kommen wir aber zurück auf ImmoScout, Homeday und so weiter und so fort. Ich kann jetzt wirklich nicht verstehen, warum die Preise dort noch so hoch sind. Ich habe bei der einen oder anderen Immobilie mal gesehen, 4% weniger als letztes Jahr, 7% weniger als letztes Jahr. Ich habe aber auch andere, die sind mal eben 30% raufgegangen. Und da verstehe ich wirklich nicht, wie die dort funktionieren, was die da für Marktdaten reinziehen und was die da für Abschläge machen. Ich glaube, die sind wirklich rein auf Angebotspreise fokussiert und deswegen möchte ich euch nochmal warnen, denkt nicht, dass euer Haus so viel wert ist, wie bei Homeday und Preisatlas aufgerufen wird, sondern macht mal eine Mischkalkulation mit einem Ertragswertverfahren oder sprecht mal mit einem Makler vor Ort, dass er euch wirklich helfen kann, was eure Immobilie wert ist. Und natürlich, wenn man verkaufen will, fängt man mit einem hohen Preis an und hofft, den dann zu erreichen. Wenn man dann aber lange wartet und die Zinsen weiter hochgehen und man dann doch irgendwann verkaufen muss, dann kann man auch mit Zitronen handeln und irgendwann geht der Preis noch weiter runter. Das heißt also, lasst euch, wenn ihr da nicht sicher seid, auf jeden Fall professionell beraten. Wenn ihr von mir eine ehrliche Meinung haben wollt, schickt mir den Link zu eurer Adresse, zu eurem Haus, dann gebe ich euch gerne meine Meinung dazu. Und ich meine natürlich auch diese Preise muss man mit Vorsicht genießen, weil die wissen nicht, wie alt ist das Haus, in welchem Zustand ist das Haus, zu welchem Preis ist das Haus aktuell vermietet. Das sind ja wirklich nur Quadratmeterpreise im Durchschnitt des Umkreises, wo dort Häuser verkauft werden. Das heißt, wenn da gerade ein Neubaugebiet daneben ist und da viel verkauft wird, aber in dem alten Bereich gar nicht, dann sind da halt überwiegend die die Neubaupreise drin, obwohl ihr vielleicht ein Altbauhaus in der Nähe habt und jetzt denkt, euer Haus ist mehr wert, obwohl es einfach gar nicht der Fall ist, sondern nur die Häuser daneben zu einem höheren Preis verkauft wurden. Ja, das sind jetzt mal meine Two Cents zum Thema Angebotspreise, Immobilien-Scout und Homeday. Also ich bin der Meinung, die Preise sind bei Weitem zu hoch angesetzt und dementsprechend bewerte ich mein Portfolio da weitaus vorsichtiger. Also ich liege irgendwo zwischen 30% und 40% Abschlag auf dem, was Homeday dort angeht und mache das bei mir mit einer getrennten Berechnung
und dementsprechend lande ich meistens auch bei den 16, Faktor 16 bis Faktor 18, je nachdem, was die Bank dort angibt. Und so mache ich eine Berechnung für meine Immobilien und so mache ich auch meine Bilanz. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht das bei dir aus? Hast du das Gefühl, die Homeday und Immoscout-Preise, die stimmen bei dir? Oder ist das wirklich schön gerechnet, damit die Leute denken, sie haben eine Immobilie, die viel wert ist, wo sie hinterher aber nie das Geld für wieder kriegen würden? Oder passen bei dir die Preise und sind die gar zu niedrig? Kann ja auch sein, dass die einfach niedrig sind und du sagst, nee, bei mir, mein Haus ist viel mehr wert, als da angezeigt wird. Und das Gleiche gilt hier aus meiner Sicht auch für Madeira, für Portugal. Und dementsprechend, wenn dir das Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like nach oben da lässt und sagst, hey, das war ein cooles Video, das war hilfreich für mich. Und wenn dir das gefallen hat, dann gib mir auf jeden Fall ein Abo hier, dann wirst du auch in Zukunft über neue Videos immer als erster informiert und kriegst auf jeden Fall mit, wenn hier auf Madeira beim nächsten Video hoffentlich wieder besseres Wetter ist. Du siehst, es tröpfelt hier leicht hinter mir, aber ich habe die Hoffnung, dass die Wolken sich gleich noch verziehen und dass wir hier noch einen schönen Abend genießen können. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, live hier aus Funchal. Bis bald, Dennis von dem Incubator. Ciao!